Lasst uns gemeinsam schwingen, kreisen, tanzen, eng umschlungen, feiern und die Nacht zum Tage machen. Guten Morgen! Dieses Wochenende startet in Taura, meiner Heimatstadt, wieder eines der größten spirituellen Festivals der Welt. Ich freue mich schon seit 2 Jahren auf dieses Wochenende und ich möchte Euch unbedingt auf dieses Festival aufmerksam machen. Es ist nicht nur irgendein Festival, sondern es ist das Highlight für viele Menschen auf dieser Erde des kompletten Jahres. Die Menschen kommen aus der ganzen Welt, das mexikanische und das brasilianische Fernsehen waren das vorige Mal auch mit am Start. Hier wird 3 bis 4 Tage das gelebt, was jeden ausmacht, die Liebe. Auf 4 Bühnen verteilt, alle in der Altstadt und im Park gelegen. Wir Taura ist eine Kleinstadt, also kein großes, keine große Stadt, sondern so eine Kleinstadt. Und ja, in der Altstadt, Park, alles sehr, sehr grün. Da läuft immer irgendwo live Weltmusik, oft auch zeitgleich. Viele Workshops werden angeboten und vor allem, ja, sind freie und liebe Menschen, soweit das Auge reicht. Das ist ein unvergleichliches Erlebnis und wirklich die Reise von wo auch immer wert. Hier mal ein paar Eindrücke der Acts, der musikalischen Acts, die auftreten werden. Wenn nicht sogar das ganze Leben von zehren kann. Ich weiß, wie das für viele ist. Das Wochenende steht vor der Tür und man ist froh, etwas abzuspannen und einfach mal nichts zu tun, weil man ja seine Arbeit hinter sich hat und nun wieder seinen Akku auffüllen muss. Erkennt das alle? Mit diesem Festival, da füllt ihr nicht nur euren Akku auf, sondern ihr bekommt 5-6 neue Akkus dazu. Hier spürt ihr Leben, Liebe und was es bedeuten kann, Mensch zu sein. Auch in der heutigen überreizten Gesellschaft. Wenn das Wasser im Fluss warm genug ist, das Wetter dazu einlädt, da gehen wir dann auch alle gemeinsam baden im Fluss, während Musiker mit echter Musik, Trommeln oder international einzigartigen Instrumenten, deren Namen ich nicht mehr weiß, ja wirklich die Massen begeistern. Abends wird in Hunderten, in Tausenden von Zelten gemeinsam in der ganzen Stadt gelacht, geredet und zueinander gefunden. Und das Tolle ist, an dem Festival verdient sich keiner irgendwie eine goldene Nase. Es wird von dem Maultrommelverein e.V. veranstaltet, der das ganze Jahr quasi dieses Event plant und da und gerade so kostendeckend das macht, sonst könnte er eben kein e.V. sein, so dass sie 3-4 Tage inklusive der 3 Übernachtungen auf dem Zeltplatz, was voll mit musikalischen Acts ist, von früh bis abends, gerade mal 60 Euro kostet. Im Vorverkauf hat es sogar nur 50 Euro gekostet. Und da gab es noch die Early Bird Phase, da hat es nur 40 Euro gekostet. Auch kann man natürlich Tageskarten ab 24 Euro pro Erwachsener kaufen, wenn man nur einen Tag da ist und einfach mal da schauen will. Also von daher, kommt raus, kommt hierher nach Taura und ja, entflieht eurem Alltag und taucht wirklich in diesem Wochenende in ein Stück Leben ein, was euch wirklich berauschen wird. Und vor allem durch diese
diese Liebe, die man spürt. Ich bin von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde auf dem Festival und ich freue mich auf euch. Lasst uns auch durchaus ins Gespräch kommen, sprecht mich an und sagt nicht, ah, den kenne ich, aber ich traue mich jetzt nicht anzusprechen, weil der jetzt gerade irgendwie vertieft seid oder sowas vertieft scheint. Sprecht mich an, lasst uns das Wochenende gemeinsam genießen. Der Link zur Webseite dieser Veranstaltung, den findet ihr unten in der Infobox. Dazu auch noch der Hinweis, dass ich auch die Veranstaltung für das nächste Rohkost-Potluck, auch ein Fest der Liebe, am 27. August bei Facebook nun erstellt habe. Auch da könnt ihr euch jetzt schon eintragen und Fahrgemeinschaften suchen. Einige haben schon inseriert, haben Fahrgemeinschaften nachgefragt oder dass sie gemeinsam hinfahren können, weil sie von sehr, sehr weit weg wohnen. Ich weiß zum Beispiel jemand aus dem Saarland, einer aus Braunschweig. Und wie gesagt, geht in die Facebook-Veranstaltung, schaut nach, ob ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt hinzukommen und tragt euch ein, seid dabei. Aber vor allem möchte ich heute das Video nutzen, um auf das Ancient Trends, auf dieses Festival hinzuweisen, was bei uns in Taura hier fast jedes Jahr durchgeführt wird. Manchmal ist es eben so, dass wir, ja, dass der Maultrommelverein, das ist einfach eine wahnsinnige Arbeit. Das ist wirklich das ganze Jahr arbeiten diese Menschen ehrenamtlich dafür, dass dieses Festival stattfinden kann. Und manchmal ist es einfach zu viel und letztes Jahr ist es entsprechend ausgefallen. Und von daher, ja, also mein Aufruf an euch, kommt nach Taura, die Webseite ist unten und ja, habt einfach Spaß mit mir. Wenn ihr kommen wollt und mich kennenlernen wollt, und Angst habt mich am Festival nicht zu treffen, schreibt mich über Facebook an, dann kriegt ihr meine Handynummer und dann treffen wir uns einfach mal zum Gespräch und ja. Also von daher meine Einladung, Ancient Trends oder Maultrommel Festival, wie es früher gehießen hat, und einfach mal diese Einzigartigkeit und dieses ganz besondere Flair dieses Ancient Trends zu erleben. Eine Zeit für Liebe und eine Zeit für Musik. Wir sehen uns vielleicht am Wochenende. Ich würde mich freuen, euer Christian. Tschüss.